Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir Infos zu dem neuen Update, das noch nicht draußen ist. Aber wir haben jetzt sehr viele neue Informationen über dieses Update, das jeden Moment eigentlich kommen könnte. Die Informationen gibt es auf dem Discord-Server. Also ich werde in Zukunft alle Informationen, die es so gibt, in meinen Wildcraft-Info-Kanal reingeben. Okay, also starten wir. Also wenn jemand das Update hat, sieht es so aus. Also es gibt Club Mystic Lüchse und so schauen die aus. Es gibt ein grünes und ein blaues. Die sehen wir dann gleich im Detail. Dann gibt es einen neuen Rang. Wild Spirit heißt er, aber auf Deutsch würde es heißen Wilde Seele. Ich glaube schon. Es schaut auf jeden Fall extrem cool aus. Und dann gibt es noch eine neue Map, Mystic Island. Starten wir einfach mal beim ersten, einfach bei Club Mystic. Auch eine Sache, die jetzt noch, man noch nicht wusste, es gibt auch Mystic Gorilla Skins. Nämlich diesen und dann noch den roten daneben. Einfach da müsst ihr euch einfach vorstellen, das ist einfach derselbe, nur in rot. Dann haben wir den Club Mystic Lux, das heißt, du musst Wildclub haben. Und ihn dann ziehen. Ja. Also kaufen kann man den leider nicht. Und wie gesagt, den gibt es in zwei Farben. In Blau schaut aus wie Stitch und in Grün schaut er aus wie Stitch in Grün. Aber ich finde das extrem cool. Also das wäre einer meiner Lieblingsskins jetzt schon, der blaue. Gut, als nächstes in diesem Update hätten wir Wild Spirit Rang. Da gibt es auch sehr viel zu besprechen. Auf jeden Fall, es gibt diesen neuen Rang, der würde so in einem Spiel aussehen. Also so um den Rang so ein schönes Pink. Um Wild Spirit erreichen zu können, wie ihr seht, also es ist über Champion of the Wild, müsst ihr 12 verschiedene Tiere auf 200 haben, 3 verschiedene Tiere auf 205 und ein Tier auf 210 und 36 mystische Skins allgemein haben, um Wild Spirit zu haben. So, jetzt fragt euch warum, wahrscheinlich, warum braucht man das aber? Warum braucht man Wild Spirit? Denn es gibt Bonusse. Ihr habt dann eine höhere Chance auf einen Mystic, aber man weiß halt noch nicht, wie viel. Also in einem Bild steht 1,6%, beim anderen steht 3,2%, glaube ich, oder so. Aber generell, je höher dein Rang, desto besser sind deine Chancen beim Mystic. Ich weiß nicht, seit wann es so ist, aber ich habe es einfach herausgefunden. Hier gibt es jetzt allgemein die Bonusse, wie ihr seht, also wenn du der Anfänger da bist, also das Erste, ich zähle es einfach so auf, okay, wenn du das Erste bist, dann hast du nur Wilde Ebene und Winterwald. Also du hast diese zwei freigeschalten. Da steht Maximum Level für Charakter und Pet 50, du kannst 20 Quests machen, sonst musst du halt dich hochleveln. Legendäre Chancen 0, Mystic Chancen 0. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das noch so ist, also... Ich glaube, bei Wild Spirit ist man sich noch nicht sicher. Dann haben wir beim zweiten. Wenn du den zweiten Rang hast, hast du den Bauernhof reingeschalten, die Savanne und die Tal der Riesen. Die legendären Chancen sind 2,8%, aber ihr könnt noch keinen Mystiker ziehen. Was echt krass ist. Also das finde ich ein bisschen anstrengend. Teurer. Gibt es also Battle Arena, Savannensee und japanischer Wald. Ich muss das Ganze so hin und her schauen. Maximum Level für die Charakter und Pets sind 180. Also du kannst 180 erreichen, nur mit diesen drei Maps schon, um einen Rang hochzubekommen. 64 Quests und 3,2% für Legendär und für Mystic 0,9. Aber bedenkt, das ist nur für häufige Kisten. Also nur für häufige gilt das. 0,9% schon. Dann beim vierten Experte, die ja den wilden Dschungel und das alte Ägypten freigeschalten. Das Maximale, was ihr erreichen könnt, ist 200. Also wie ihr seht, freigeschaltbare Quests 84. Legendäre Chancen in häufigen Kisten 3,6%. Mystische Chancen in häufigen Kisten 1%. Dann beim Meister schaltet ihr den Chinawald und Australien frei. Also ihr schaltet da eigentlich alle Maps, die ihr bis jetzt haben könnt, frei. Legendäre Chancen 4%, mystische Chancen 1,2%. Also ihr seht das ja eh, ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Ihr könnt auch immer pausieren. So, und Grandmaster, ich glaube, das ist Großmeister, also Meister, Großmeister. Das ist jetzt der 6. Rang und beim 6. Rang bekommt ihr eine neue Map,
Mystic Island. Das Krasse ist, dass ihr nur, wenn ihr den Rang habt, nur bis 205 leveln könnt. Danach bekommt ihr keine XP. Das heißt, ihr müsst Champion of the Wild erreichen, um höher zu werden. Das ist krass. 4% legendäre Chance und 1,3% Mystic Chance. Also wie ihr seht, 0,1% mehr. Dann haben wir Champion of the Wild. Das ist jetzt so in einem kleinen Menü. Da steht wieder 0,1% mehr. Aber hier könnt ihr dann das Maximum Level erreichen. 210 ist das Maximum Level. Mehr dazu gleich. Nach den. Alle Maps sind da. Ab da. Und bei Wild Spirit steht 1,6%. Aber es sollte mehr sein. Aber man weiß nicht. Also ich habe einfach den Screenshot. Es kann aber auch anders sein. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Level-Infos. Das Level geht bis 210. Das heißt, bei dieser neuen Map, über die wir gleich reden, gibt es Bosse, die bis 210 gehen. Ihr könnt nur bei dieser einen Map 210 werden. Ihr könnt nicht in anderen Maps leveln, außer in Mystic Island. Die Stats sind original bis 400. Aber sie werden bis 500 gehen. Das heißt, 100 Stats mehr. Das heißt, anstatt 2 Upgrades per Level bekommt man 10 Upgrades per Level, wenn man das halt per den. Also, das heißt, wenn du Attacke upgraden möchtest und du hast jetzt 400 bei Attacke und du bekommst Level 201, kannst du bis 410 upgraden. Also 10 per Level. Das ist jetzt urkrass. Also, diese Stats werden sehr viel verändern: Schnelligkeit und alles. Dann hat jemand gefragt, ob die Pets auch 210 werden können. Aber die Antwort ist nein. Die Pets sind 200. Nämlich, weil die Pets nicht mal in Mystic Island dabei sein können. Gleich kommen wir eh dazu. Wie funktioniert das XP bei dem Level? Das ist extrem krass. 1 Million XP benötigst du, um 201 zu werden. Dann benötigst du 2 Millionen neue XP, um 202 zu werden. Dann 3 Millionen für 203, 4 Millionen für 204, 5 Millionen für 205 und so weiter. Bis 10 Millionen brauchst du für 210. Und das beginnt bei 0 nach jedem Level, falls ihr das nicht kapiert. Ich kann es euch dann irgendwie erklären, ich weiß aber nicht, das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Genau, und hier sieht man zum Beispiel, wenn man 201 ist, wie viel Elixier man ausgeben muss für ein Level. Für ein Upgrade meine ich, für ein Upgrade von den Stats. Aber auf jeden Fall 826 für eines ist schon extrem viel. Und jetzt sehen wir ein paar Stats von ein paar Tieren. Also ich werde euch das einfach einblenden. Also schauen wir mal, wie die Reihenfolge so ist und dann klicken wir so drauf. Okay. Wir haben als erstes den Wolf. Also ihr könnt gleich so einen Vergleich machen. Also ich kann das irgendwie so nebeneinander machen oder so. Ich werde das einfach so hier einblenden. Hier, wo ich jetzt einringe, hier seht ihr dann, also links auf der linken Seite jetzt, seht ihr die neuen Stats, wenn man, also die maximalen, das sind jetzt die Stats von 210, wenn ihr 210 werdet. Und diese, wo ich jetzt drin bin hier, das sind die von 200. Okay. Also beim Wolf ist die Lebensanzeige bei 210 2824. Und beim 200er Wolf 2224. Der Angriff bleibt gleich. Die Schnelligkeit ist auf 9200 gestiegen. Und die Energie auf 900. Ich werde jetzt nur die Level 210 Stats vorlesen. So, ab jetzt mache ich jetzt ein Overlay. Also ich rede jetzt drüber. Also 2484 Leben. 241 Attacke, also ihr müsst wissen, es ist plus 100 mehr. 10.300 Geschwindigkeit und 900 Energie. Jetzt sind wir beim Lux, 2.758 Gesundheit, 242 Kraft, 10.200 Geschwindigkeit und 900 Energie. Der Bär hat 3.650 Leben, 240 Angriff, 9.100 Geschwindigkeit und 837 Energie. Der Löwe hat 2.785 Leben,
242 Angriff, 9200 Geschwindigkeit und 900 Energie. So, bei dem Leben haben wir 2316, beim Angriff 241, wie irgendwie jedes Mal. Geschwindigkeit ist nur ein wenig gestiegen, 10.950 und Energie 890. Kommen wir mal zum Pferd, mir schaut das ein bisschen lustig aus. Oh, schau, bei mir steht 199. Warte, ich muss einen Screenshot machen. Das ist einfach, weil ich mit dem Luxi geglitscht habe. Also, ich weiß nicht, warum ich das nicht wegbekomme. Ich habe das noch von dem Video. Okay, beim Pferd ist gute Stats, also wirklich sehr gut. 2910 Leben, 242 Angriff, 10.300 Schnelligkeit. Schau mal, wie gut er da wird. Oh, okay. 2290 Leben, 242 Attacke, 5200 Schnelligkeit ist so schlecht. Das ist ja urlangsam. Und 900 Energie. Also ich glaube, das ist das Langsamste, was es gibt. Der Adler. Dann suchen wir mal das Krokodil. 3140. Angriff 243. Schnelligkeit 8300. Energie 890. Dann haben wir den Tiger. Da haben wir 2882, Angriff 257, Schnelligkeit 10.300 und Energie 890. Dann kommen wir zum Gorilla. Da steht schon wieder 199. 3130 Leben, 251 Angriff, 9500 Schnelligkeit und 890 Energie. Kommen wir zum letzten, das Känguru. Das ist auch extrem schnell. 2935 Gesundheit, 255 Kraft, 10.400 Schnelligkeit, 890 Energie. So, das war's mit den Stats. Außerdem gibt es einen neuen Wildpass, aber über den reden wir dann gleich. Ich glaube, euch interessiert die Map mehr. Also jetzt seht ihr ein Bild von der Karte. Ihr seht, es gibt so ein kleines Eisgebirge, es gibt so ein Lavagebirge, so ein Knochengebirge und so ein kleines Waldgebirge. Also es gibt 5 Orte mit Bössen, also es gibt 5 Bösse. Das ist so krass. Es gibt 5 Bösse und wir haben sogar Bilder von denen. Nämlich diese. Das sind 5 Bösse und ein Gegner. Nicht vergessen, bloß ein Gegner. Es sind jetzt 6 da, aber die Bösse ist dieser Adler, der Schneelöwe, der Feuerlöwe, das Feuerpferd und der Drache. Wir können auch gleich sehen. Da. Als erstes haben wir den Schneetiger. Das ist ein Tiger. Ich finde, das ist der schönste Boss. Ich liebe den Design. Also hier seht ihr die Attacke und so, aber merkt euch, dass die Lebensanzeige steigt, umso mehr Spieler ihr seid. Also ihr denkt euch wahrscheinlich, oh, 90.000 ist nicht viel für Level 206, aber das ist extrem viel. Ist auch extrem schnell, also 420 müsst ihr euch überlegen. Also 420 müsst ihr bei den Stats überlegen. Ihr wisst ja, jetzt gibt es mehr als 400 Stats und das heißt, der ist schneller als jeder andere. Dann müsst ihr wirklich schnell sein, dass der euch nicht umbringt. Das nächste ist Manticore, das ist jetzt ein Löwe. Wegen der Mähne, würde ich denken. Der ist ein tieferes Level als der Schneetiger, 204, hat 10.000 weniger Leben und die Schnelligkeit bleibt dasselbe bei jedem, glaube ich, von diesen dreien.
Dann kommt noch dieses Pferd. Fury Horse. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch eigentlich... Ich bin gespannt, wie die das auf Deutsch machen. Hier hat es 100.000 Leben. Also das ist krass. Hier, es hat bis 208, 350. Schnelligkeit bleibt dasselbe. Und so weiter. Dann gibt es hier diese kleinen Gegner, die auf der Map verteilt sind. Das ist kein Boss. Nur 15.000 Leben, aber es ist viel stärker als einige Bosse von den Anfängerorten. Jetzt spreche ich wieder drüber, weil ich habe einen Boss vergessen, nämlich diesen. Hypogriff, also so eine Art Adler mit vier Beinen. 70.000 Leben, 250 Kraft und so weiter. Dann gibt es halt noch den, ich weiß nicht, den starken Drachen oder so, der wegen mächtige Drache. So wird es, glaube ich, dann heißen, mächtige Drache. 120.000 Leben. Wie gesagt, es steigt. Also ich habe gesehen bei ein paar Videos, dass der 150.000 Leben hat oder mehr. Also ja, das ist das maximale Level, 210. Nirgendwo steht die XP, die man bekommt. Aber ich habe Bilder, die uns sagen können, wie das ist. Zum Beispiel hier. Der Typ hat kein Wildclub. Wie man sieht, man bekommt 85 Gems von dem Töten. Hier sehen wir auch, wie ein paar Leute 202 sind. Und hier sieht man seinen Balken. Und wenn wir jetzt auf Nachher gehen, genau, es ist eigentlich ganz dezent gestiegen. Stellt euch vor, ihr habt Wildclub. Dann wäre das ein bisschen das Doppelte, glaube ich, in dem Moment so ein bisschen gegangen. Aber für ohne Wildclub kann man wirklich schnell leveln. Vor allem erst auch mit sehr vielen Leuten, deswegen. Und keine Transformationen, kein Booster, ohne alles. Kommen sehr viel XP. Was gibt's? Dann gibt es noch ein paar Bilder. Ein paar Leute sind schon 205 geworden. Ja. Genau, noch etwas über die Map. Ihr könnt die Map nicht alleine spielen. Das heißt, da wird einfach ganz einfach stehen, die Bosse können nicht gespawnt werden, weil da nicht genug Spieler da sind. Das heißt es auf Deutsch. Es wird die ganze Zeit im Chat reingespammt. Aber das ist das Einzige, was man beachten muss. Denn die Map kann nur online gespielt werden. Und es gibt sehr viele Gründe. Also der Admin hat das schon selber gesagt, dass die Map nur online verfügbar ist, weil offline sieht er einfach nicht, ob jemand hackt. Denn wenn man online ist, sieht er alle Fortschritte, die gespeichert werden auf dem Server. Weil wenn du offline hackst, muss er halt die Fortschritte von deinem Gerät sehen. Und wenn man online spielt, sieht der Admin, wie lange du für den Kill gebraucht hast und wer gekillt hat und mit wem. Und das ist einfach für Anti-Cheating. Allgemein hat der Admin sehr viel investiert, damit Leute nicht mehr cheaten, und er fixt Bugs und hört auch auf die Community. Also hier sagt er noch, dass Rang 8 ist das Letzte. Was gibt es noch über die Map zu sagen? Wie gesagt, online, ohne Pets, müssen mehrere Leute reinkommen zu spielen. Genau, wie man ja gesehen hat, ich habe das ja schon erzählt beim Rang, das ist erst ab Großmeister. Du musst Großmeister sein und du musst Level 200 sein. Ich blende ein Bild ein. Das heißt, wenn du auf deinen Wolf gehst, der 200 ist, steht da, du musst in Mystic Island sein, um den hochzuleveln. Gehen wir aber zum Wildpass. Der hat sehr coole Sachen. Bei den ersten 7 ist es nichts so Interessantes wie gratis Leute. Aber oben haben die jetzt so eine grüne Farbe zum Beispiel. Hier beim nächsten, ab dem 8. gibt es bei uns auch schon exklusive Farbe. Oben so ein goldenes Pferd. Voll cool.
hier, wie gesagt, auch nur wieder Farbe und einen exklusiven Skin. Wirklich, der ist mein Lieblingsskin. Also der schaut so cool aus. Ich weiß, es ist einfach nur eine Kopie von dem Design und andere Farbe, aber es ist wunderschön. Hier sieht man den Rahmen oben. Und beim nächsten sieht man wieder den Rahmen in lila und wieder den Look in ein bisschen pink. Und generell, wie man jetzt sieht, ich mache einfach weiter. Da gibt es dann nochmal ein Rot. Ich liebe es einfach. Ich finde Adler-Skin wirklich schön. Und der Gepard ist so einfach so spannend, ey. Wie gesagt, das ist sogar gratis, Leute. Der ist gratis. Dann haben wir ein paar Skins. Zum Beispiel diesen, den ich liebe. So schaut der aus. Und so schaut der andere mehr aus. Und so schaut der nochmal aus. Und ja, im Hintergrund habe ich einfach so ein bisschen Videos von der Map, falls ihr euch wundert. Und ich habe die Videos halt von so einem, glaube ich, Admin. Ich glaube, das ist so ein Admin, der halt Early Access hat. Weil, wie gesagt, 1% der Leute haben Early Access. Die haben so ein Video gemacht. So ein kleines so Playthrough. Eigentlich haben wir uns das Update schon angeschaut. Also wir haben die Mystic Skins angeschaut, wir haben den Rang angeschaut und wir haben die Welt angeschaut. Aber dennoch gibt es noch so viel zu besprechen und so viel, dass ich weiß über dieses Update. Ja, wie ihr seht, zum Beispiel hier ist der Wild Spirit, das ist über dem. Okay, und es gibt sehr viel zu besprechen. Die erste Sache, die überhaupt nicht im Update stand, ist einfach ein neues Tier. Aber jetzt macht euch die Hoffnung nicht hoch, denn es ist nur ein Ozeantier, also in der Ozeanwelt, nämlich der Oktopus. Der Oktopus ist in legendär eingestuft, deswegen kostet er 90 Juwelen. Und erzählen wir mal die Stats, wie gesagt, 2520 Leben, 141 Kraft, 8700 Geschwindigkeit und 860 Energie. Es gibt noch beim Oktopus ein Bild von ein paar Skins, nämlich diese, wie man sieht. Also es gibt sehr viele, man kann pausieren. Und dann gibt es auch noch Mystica für die Delfine. Jetzt haben wir alles über die Ozeanwelt besprochen. Jetzt kommen wir zu noch mehr Sachen, die ihr nicht wusstet. Die nächste Sache, die beim Update neu reinkommen wird, ist, dass man nicht mehr in der Nähe von einer Person ein Emote machen kann. Also man kann sich jetzt nicht irgendwie so, wie in dem Bild zum Beispiel, also man kann nicht mehr solche Bilder machen, wie man so in Gruppenkuscheln oder so machen kann. Und ja. Ja, die Person hat es dann in Discord reingeschrieben. Ja, das heißt, wir können das nicht mehr machen. Dann sagt der RIP und dann sagen die, ja, keine Umarmungen mehr. Was? Ja, also es ist irgendwie urschade. Dann hat die Person das nochmal reingeschickt und dann hat der Besitzer geschrieben, oh. Also anscheinend hat er das noch nicht durchbedacht. Und jetzt schauen wir mal, was er sagt. Ungefähr eine Sekunde später hat er gesagt, vielleicht können wir das für Clanmitglieder möglich machen. Damit meint er, dass wenn man Clanmitglied ist, also wenn ihr in meinem Clan seid, dann können wir trotzdem sowas machen, wie in dem Bild. Da hat er noch das gesagt, aber ich bin mir nicht sicher, was das zweite heißt. Aber oben steht halt, dass ganz in der Nähe von den Spielern ist es nicht erlaubt. Aber dann hat er gesagt, aber die Freundin zufügen und so sollte funktionieren. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Wie wir alle wissen, gibt es jetzt dieses Achievement, wenn man den mächtigen Drachen besiegt. Für 85 Gems. Das wird nicht das einzige Achievement sein, das in das Spiel noch reinkommt. Nämlich, es gibt noch dieses, wenn man 210 erreicht, bekommt man ein Achievement. Wie gesagt, die Möglichkeit ist ziemlich hoch, dass er das jetzt noch gemacht hat, aber er hat das nur geschrieben. Deswegen nehme ich mal an, er hat es wahrscheinlich kurz schnell hinzugefügt. Für wie viele Gems ist unbekannt, aber man bekommt gute Gems, wenn man dann Level 210 wird mit allen. Leute, ich habe viel mehr Informationen, aber alle Informationen, die ich jetzt aufgezählt habe, werde ich in meinen Discord-Server reinschicken, in Bildern. Und in der Zukunft werde ich auch alle Informationen reinschicken. Die Informationen, die ich jetzt noch habe, die sind eher Sachen, die in der Zukunft passieren werden in Wildcraft, also wie das dann in den nächsten Update sein wird. Aber alle Sachen, die im nächsten Update rauskommen, die habt ihr jetzt bekommen.
Das sind alle Informationen, die ich weiß. Wenn ihr vielleicht Fragen habt über das Update, kann ich euch im Discord beantworten. Ich kann euch dann Bilder dazu schicken und alles. Wie gesagt, wenn ihr ein Video wollt, wo ich euch über das Update in der Zukunft, also die zukünftigen Updates bespreche. Also wenn ihr wollt, wenn ihr wissen wollt, wie die Updates in der Zukunft sein werden, dann mache ich ein einzelnes Video dafür, weil wir sind auf 30 Minuten gerade. Ich muss schauen, wie es dann sein wird. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.